Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Review zu Rise Son of Rome auf der Xbox One mit eurem Game Blamer. Ja, und ich muss sagen, das Spiel hat ja wirklich vorneweg sehr, sehr schlechte Kritiken gekriegt. Die Leute waren da nicht so begeistert, weil es sehr, ja, ich sag mal, ein Buttonsmasher ist. Man haut die ganze Zeit nur drauf und man hat die ganze Zeit die Hinrichtung vor der Nase. Und ja, das stimmt schon, aber das Spiel ist trotzdem total fesselnd, finde ich. Es geht einem manchmal halt ein bisschen auf den Sack, dass man immer die ganzen Kombos drückt und dann die Hinrichtung machen muss, weil die Hinrichtung muss man machen, damit man neue Erfahrungspunkte kriegt, um seinen Römer weiter auszurüsten. Aber das macht man eigentlich nur im ersten Durchgang. Später muss man das nicht mehr machen. Man hat schnell alles ausgerüstet. Ich habe das Spiel jetzt quasi einmal fast ganz durch. Ich brauche nur noch das letzte Kapitel und dann braucht man diese Hinrichtung nicht mehr machen, weil man eh alles freigespielt hat. Kommen wir erstmal dazu. Es gibt insgesamt 5, 6, 7, 8 Kapitel und die sind alle wirklich grundverschieden von dem Aufbau her. Also zuerst ist man im Rom, dann ist man in einer römischen Stadt, dann auf einer Insel und dann in einem Wald, dann in Höhlen und so weiter und so weiter. Das ist sowas von abwechslungsreich, also kein Level gleich dem anderen. Und das hat eine unglaubliche Detailreichheit, sag ich mal, die Umgebung. Auch die Charaktere, die man spielt. Man spielt den Marius und auch die Barbaren und so. Es gibt verschiedene Endgegner, wie zum Beispiel den Minotauren-Gott-Häuptling oder so, gegen die man dann bestehen muss. Und wenn man da einmal den Pattern erkannt hat, wie die funktionieren, dann gehen die eigentlich auch ziemlich leicht auf den Boden nieder. Ja, kommen wir mal zu, würde ich mal sagen, zu den Sachen, weswegen man eigentlich die Hinrichtungen macht. Die Hinrichtungen macht man, um seinen Held weiter auszurüsten. Da sehen wir hier in diesem Menü halt Hinrichtungen. Da kann man Fähigkeiten verbessern. Da gibt es Gesundheit, Fokus, Zuwachs und Kampf. Diese kann man immer weiter aufrüsten. Das seht ihr, habe ich hier schon alles gemacht. Und die letzte Stufe geht erst, wenn man legendär spielt, das heißt die nächste Schwierigkeitsstufe. An sich muss man eigentlich in der ersten Schwierigkeitsstufe nur die ersten Kästchen freimachen, dann hat man alles schon sich freigeschaltet, was man in diesem Level quasi in dieser Schwierigkeitsstufe freischalten kann. Dann gibt es noch Individualisieren deines Gladiators, ist aber nur für den Mehrspieler eigentlich sinnvoll und Bestenliste. Gucken wir nochmal kurz in die Hinrichtung verbessern, da gibt es Gesundheit, Fokus, EP, Schaden, rückwärtsgewandt, Umgebung und Koop. Und das betrifft wirklich nur die Hinrichtungen. Durch die kriegt man nämlich entweder Gesundheit, Fokus, EP, Schaden und so weiter. Und das kann man auch exzessiv ausrüsten mit den EP-Punkten, die man halt kriegt, während man durch dieses ganze, ja, durch das Gemetzel hindurchläuft und alles niederstreckt. Kann man sich dann aussuchen, die Hinrichtung, ob die mehr Schaden machen, ob man mehr EP kriegt, mehr Fokus und so weiter. Fokus ist übrigens eine sehr tolle Attacke. Da haut man mit dem Schild einmal auf den Boden und dann ist alles in Zeitlupe und dann kann man so hin und her und Kombos machen und die Leute kaputt hauen. Dass es im Karton rüttelt, ja. Und dann haben wir hier noch als Auswahl Gladiator. Das ist der Mehrspielermodus. Der Mehrspielermodus besitzt drei verschiedene Modi, und zwar Runde für Runde, Arena und Solo. Wobei Solo verstehe ich nicht, warum die das in Mehrspieler reingepackt haben. Da geht man einfach alleine in die Gladiatoren, in die Arena und haut halt auf die Gladiatoren ein, beziehungsweise auf die Barbaren ein. Man ist ja selber der Gladiator. Bei Runde für Runde ist das einfach so, man kämpft eine Runde mit jemandem zusammen, geht übrigens nur zu zweit, Koop maximal. Und wenn die Runde vorbei ist, sucht man eine neue Runde aus. Und Arena, da ist einfach eine festgelegte Liste, in welcher Reihenfolge halt diese verschiedenen Kolosseen kommen, durch die man sich durchschlägt mit einem Kumpel. Zusätzlich kann man halt den Gladiator individualisieren. Da kann man Helm machen, Oberteil, Unterteil, Schuhe, Schild, Schwert und Handschuh oder was das ist. Und Verbrauchsgegenstände hat man wie zum Beispiel Energie oder Fokusbooster. Und jetzt ist wieder was, was mich persönlich wieder tierisch aufregt. Und zwar kann man Booster-Packs kaufen mit Gold, die man entweder in der Arena sich erspielt. Oder mit echtem Geld im Store. Und sowas finde ich ja, das wisst ihr ja, total kacke.
Das ist wieder der Vorteil für Leute, die dann sagen, ach komm, hier, ich gebe mal eben hier 50 Euro aus und dann rüsten sie ihren Gladiator voll aus. Und naja, Gott sei Dank spielt man ja nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das hilft einem nur, aber trotzdem finde ich es scheiße. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das Spiel ist sehr, sehr abwechslungsreich. Was aber richtig hervorsticht bei dem Spiel, ist wirklich die geile Grafik und diese musikalische Untermalung. Ich zeige euch mal hier jetzt so eine Zwischensequenz, so eine Anrede, eine Ansprache von einem, wo ich so richtig Gänsehaut gekriegt habe. Feuer! Kommandant! Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Legionäre, salutiert euren neuen Centurio! Schon gut, beruhigt euch! Beruhigt euch, Männer! Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist. Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen. Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Ja, ich hoffe, ihr versteht genau, was ich meine, nachdem ihr jetzt diese Ansprache gehört habt und diese Zwischensequenz gesehen habt. Und genauso spannend wird auch die Geschichte die ganze Zeit erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, ach komm, hier der Teil der Geschichte interessiert mich gar nicht, sondern die ganze Geschichte mit den Zwischensequenzen, wie sie erzählt wird, wie sie gezeigt wird, ist so genial dargestellt. Das ist Oscar-reif in meinen Augen. Das ist aber halt nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, viele Kritiker da draußen würden das jetzt anders sehen, ja. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Gameplay. Abgesehen von den abwechslungsreichen Leveln ist leider das Kampfsystem nicht ganz so abwechslungsreich. Man ist eigentlich die ganze Zeit nur dabei, X und Y zu treffen, zu drücken. X ist leichter Angriff, Y ist schwerer Angriff, A ist abwehren und B ist abrollen. Ja, und dann, sobald man diesen weißen oder roten Totenschädel oder Kopf mit Schwert drin über dem Gegner sieht, macht man halt die Hinrichtung. Und die Hinrichtung wiederholt sich auch nach einiger Zeit. Also ich persönlich habe mir das jetzt schon zum Ziel gemacht, nicht mehr Einzelhinrichtungen zu machen, weil man kann auch mehrfach Hinrichtungen machen, nämlich Doppelhinrichtungen.
Das heißt, man schlägt zwei Gegner so weit runter, bis zwei dieses Dingen über dem Kopf haben und nah beieinander stehen. Und dann löst man Hinrichtung aus und dann hat man eine Dual-Hinrichtung. Das heißt, man zerfetzt zwei Gegner gleichzeitig. Und das Ganze ist sehr, sehr schön dargestellt. Das ist auch die ersten paar Male schön, bis es sich dann auch wieder wiederholt. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass die Story so gut erzählt wird und einen wirklich durch das ganze Dingen weiterträgt, wird es nicht langweilig. Man hat zwischendurch ja auch so Sachen, dass man einen Katapult jetzt abschießen kann, beziehungsweise hier so eine vollautomatische Armbrust oder wie ich das nennen soll, ich habe keine Ahnung. Alles so kleinere Missionen wie zerstöre den Katapult zum Beispiel auf der Insel. Also das wird auf keinen Fall langweilig, bis auf dieses Button-Smashen. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr ausdenken können. Und dass man die EP halt nur mit Hinrichtungen kriegt, das ist auch ein bisschen nervig, weil es zwingt einen dazu, diese immer wiederholenden Hinrichtungen zu machen. Wenn man das mal beiseite lässt und man lässt sich nicht davon abschrecken, dass man die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe wild durcheinander drückt und zwischendurch abwehrt und sich mal abrollt, kann man bei diesem Spiel ruhig beherzt zugreifen. Mehrspielermodus ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ich habe es nur ein wenig gespielt und habe mir gedacht, nee, das muss nicht sein, spiel lieber die Story weiter. Deswegen kommt auch ein Let's Play von Rise, Son of Rome von mir, genauso wie auch ein Let's Play zu Rising Dead 3, aber das gehört hier jetzt nicht hin. Ja, also einen Link zum Kaufen gibt es wie immer natürlich hier unter diesem Video, um euren Gameplay mal zu unterstützen. Es gibt auch einen Link, um die Xbox One zu kaufen. Die gibt es nämlich noch immer bei Amazon zu erstehen. Halt nicht die Day One Edition, aber es gibt sie noch. Und ich hoffe, diese kleine Review hat euch gefallen. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.